Ich sag dir, Vladi, der geht 100% rein. Ja, das egal was passiert, der geht 100% rein. Ich verspreche dir. Nein, wollte ich nicht halten. Wohin sollst du? Rechts oben. Ja, das ging flott. Die erste Maiwoche ist schon fast wieder vorbei und natürlich gibt es auch in diesem neuen Monat wieder einen blau-weißen Wochenrückblick für euch, präsentiert von, wie gewohnt, 94.3 RS2. Ja, der vorzeitige Matchball ist nach dem 1:1 gegen Bielefeld vertagt, aber wir wissen alle auch, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und so wollen wir dann also am Samstagabend vor heimischer Kulisse endlich den Deckel drauf machen und gemeinsam mit euch beim letzten Heimspiel in dieser Saison den Klassenerhalt feiern. Dafür brauchen die Jungs natürlich euren Support und sie brauchen auch eine gute Trainingswoche. Und wie die aussah, das erfahrt ihr jetzt. Maschinen. Das habe Felix Magath nach der Amtsübernahme aus unseren Jungs gemacht. Das zumindest die Meinung von Prince Boateng. Und in den Maschinenraum, ja, dahin ging es zum Trainingsstart am Dienstagmorgen. Vor dem letzten Heimspiel in dieser Saison wurden die Maschinen gewartet und frisch geölt, um am Samstagabend volle Betriebstemperatur zu erreichen. Leidenschaft, Teamwork und Kampfgeist eroberten unsere Jungs 7 Zähler aus den vergangenen 3 Partien. Dementsprechend breite Brust und Zuversicht auch auf dem Schenkendorfplatz. Coach Felix Magath hat in Bielefeld ein Kampfspiel von Beginn bis Ende gesehen. Unzufrieden sei er nicht gewesen, so der 68-Jährige weiter. Und zwar auch nicht mit dem 19-jährigen Bundesliga-Debütanten Luca Wollschläger. Ganz im Gegenteil sogar. Die verpasste Großchance in der 88. Minute im Zusammenspiel mit Maxi Mittelstädt wollte Felix Magath gar nicht erst als Anlass zur schlechten Stimmung zulassen. Ich habe keine Ahnung, warum er betrüppelt sein soll. Ich finde, der hat dafür, dass er in seinen jungen Jahren jetzt das erste Mal ein Bundesligaspiel mitgemacht hat. Und da hat er erst seit ein paar Tagen bei uns trainiert, also war noch nie oft im Training drin. Hat er aus meiner Sicht eine klasse Partie gemacht. Also er hat alles gemacht, was ich mir gewünscht habe. Ja, ein Tor hätte ich ihm auch gegönnt, aber seine Leistung, mit der war ich aber sowas wie zufrieden, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Mit dem Lob vom Trainer im Rücken lief es für Luca Wollschläger beim Trainingsauftakt am Dienstag also besonders geschmeidig. Der 1,94 Meter große Mittelstürmer ist übrigens der bereits 36. Herthaner, der in dieser Saison eingesetzt wurde. Absolute Ligaspitze. Auch in der rund 80-minütigen Einheit zum Auftakt gab es ein wenig Rotation. So fehlten weiterhin die verletzten Alexander Schwolo und Dong Jung Lee. Auch die erkälteten Niklas Stark und Linus Gechter fehlten, während Lukas Klünter, Kinya Nsona und Stefan Jovetic individuell arbeiteten. Marco Richter trainierte indes am Dienstag noch fleißig mit, fehlte bei der Einheit am Mittwoch allerdings erkältungsbedingt. Marvin Plattenhardt blieb zur Wochenmitte ebenfalls dem Mannschaftstraining fern und spulte ein individuelles Programm ab. Fest steht auch nach dieser Trainingswoche, 3 weitere Punkte gegen den ersten FSV Mainz 05 am Samstag würden nichts weniger als den blau-weißen Klassenerhalt bedeuten. Ein bitteres Rückspiel ohne Happy End. Das ist die Überschrift des am vergangenen Sonntag stattfindenden zweiten Halbfinals unserer U17 im heimischen Amateurstadion. Nach der knappen 1:0-Niederlage im Hinspiel sahen rund 1510 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter auch einige Spieler und Verantwortliche unserer Profis, auch diesmal einen hart umkämpften Schlagabtausch. Nach einer ereignisarmen Anfangsphase, in der sich viel im Mittelfeld abspielte, nahm die Partie nach rund 10 Minuten aber ordentlich Fahrt auf. Der Siegtorschütze des Hinspiels eröffnete mit seinem Schuss aus spitzem Winkel eine rasante Phase. Im direkten Gegenzug hatte Pereira Mendes sofort die erste Möglichkeit für die Berliner. Allerdings reagierte Simon beim Abschluss stark und lenkte das Leder mit einer Fußparade an den Pfosten. Schluss entwickelte sich eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen, in der die Gäste mit zunehmender Spieldauer aber immer besser wurden und nach der Pause mit einem Traumstart
belohnt wurden. Kurz nach dem Wiederanpfiff blieb Ulrich nach einem von Popp verschuldeten Strafstoß cool und brachte seine Farben in Führung. Die Blau-Weißen gingen nach dem Rückstand mehr ins Risiko und wurden postwendend bestraft. Der VfB nutzte gleich den ersten Konter zur Vorentscheidung, widerstand Ulrich goldrichtig und schnürte seinen Doppelpack. Von diesem Schock erholten sich unsere Jungs nicht mehr wirklich. Kurz vor dem Ende traf Mazza noch zum Anschlusstreffer und setzte damit den Schlusspunkt. Die Enttäuschung unserer Blau-Weißen ob der ausbleibenden Krönung einer überragenden Saison ließ sich jedenfalls nicht verbergen. Letztendlich ist das eine hervorragende Leistung, die die Jungs gebracht haben. Und wir haben, wie gesagt, zweimal gegen eine Mannschaft verloren. So zwei Spiele verloren, in denen es nicht nur an uns lag, sondern auch einfach an einem starken Gegner. Immerhin gibt es gleich noch eine zweite Titelchance in unserer Akademie, denn auch unsere U19 holte den Staffelsieg und darf schon am heutigen Freitag beim FC Augsburg im Hinspiel um den Einzug ins Finale kämpfen. Ein paar unserer Akademiespieler waren auch am Montagabend im Einsatz. Diesmal aber nicht auf dem Platz, sondern an der Herdplatte. Die AOK ist unser langjähriger Gesundheitspartner und vermittelte unseren Bubis zu Wochenbeginn viel nützliches Wissen rund um gesunde und abwechslungsreiche Ernährung im Alltag. Das Essen vor dem Sport, während des Trainings oder auch nach den Einheiten ist eine wichtige Grundlage, um sein absolutes Leistungslimit zu erreichen. Dementsprechend gespannt hörten die Jungs auch zu. Nach Vortrag und Fragerunde ging es dann aber ans Eingemachte. Verschiedene Rezepte wie Bowls, Müsli to go oder andere leichte Gerichte wurden ausprobiert. Wenn ihr auch erfahren wollt, wie ihr euch optimal und im Rahmen eures Sportprogramms ernähren könnt, dann schaut unbedingt auf der Seite www.machdichhärter.de vorbei. Da gibt es nicht nur zahlreiche Infos rund um die passende Ernährung, sondern auch vollständige Ernährungspläne. In diesem Sinne, guten Appetit! Am Samstagabend wird im Olympiastadion nicht nur Fußball gespielt, sondern hoffentlich auch wieder fleißig Becher gespendet. Bereits zum 17. Mal sammeln die Harlequins Berlin rund um unser letztes Ligaheimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 bei der Aktion Spendet Becher, rettet Leben für einen guten Zweck. Wir machen diese Aktion einmal im Jahr im Stadion, um sterbenskranken Kindern, auch Erwachsenen zu helfen, zu unterstützen, die Familienangehörige dabei zu unterstützen auf diesem schwierigen Weg und ihnen dadurch bestmöglich und auch vor allem finanziell an der Seite stehen zu können. Am Samstag werden also wieder Spendensammler im gesamten Stadion mit Tonnen sowie Spendendosen unterwegs sein. Und wir können euch sagen, das eingenommene Geld kommt in mehr als gute Hände. Ja, wir haben den Wünschewagen schon seit 2-3 Jahren auf unserer Liste, weil leider ein Familienmitglied eines Gruppenmitglieds von uns erkrankt ist, schwer erkrankt ist und sich durch den Wünschewagen den letzten Lebenswunsch erfüllen konnte. Natürlich könnt ihr die Aktion Spendet Becher rettet Leben auch mit Geldspenden per Kontoverbindung oder PayPal tatkräftig unterstützen, sodass ihr auch außerhalb des Spieltags mithelfen könnt. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage. Also liebe Herthanerinnen und Herthaner, nicht vergessen, Leben retten und weiterhelfen. Auf dem Platz ist beim Topspiel am Samstagabend der FSV Mainz 05 zu Gast, die sich seit dem vergangenen Wochenende in die Liste der Bayern-Besieger in dieser Saison eintragen können. Mit dem 3:1 Heimerfolg gegen die Bayern haben sie außerdem ihre Durststrecke beendet. Denn Mainz holte jüngst durch den sensationellen Sieg gegen den bereits feststehenden deutschen Meister nach der längsten Ligaserie ohne Sieg unter Trainer Bo Svensson endlich wieder einen Erfolg. Zuvor waren sie 5 Partien ohne Dreier geblieben. Für die seit der Übernahme von Bo Svensson sehr gefestigte Mainzer Mannschaft war dieser Umstand eine durchaus ungewohnte Situation. In der heimischen Arena verkörpert sie ja eigentlich ein absolutes Top-Team. 34 Punkte aus 16 Spielen bedeuten Platz 3 in der Heimtabelle hinter Bayern und dem BVB. Der Blick auf die Auswärtsbilanz zeigt aber ein etwas anderes Bild. Ganze 8 Pünktchen holten Moussa Niakate und Co. in der Fremde. Nur das abgeschlagene Schlusslicht Greuther Fürth holte noch weniger. Unabhängig vom Austragungsort steht aber fest, dass die Mainzer eine extrem eingespielte Mannschaft sind. Gerade in der Sturmspitze bilden Johnny Burkhardt und Karim Onisivu ein kongeniales und treffsicheres Duo. Darüber hinaus verfügen die Rheinhessen über eine hohe Körperlichkeit auf dem Rasen. Nicht verwunderlich also, dass sie auf Platz 1 in der Rubrik Fouls am Gegner stehen.
Im Hinspiel gegen uns feierte Svensson beim 4:0-Sieg übrigens seinen höchsten Sieg als 05er-Coach. Die Faktenlage vor dem jetzigen Aufeinandertreffen stimmt uns jedoch sehr positiv, dass das am Samstag nicht nochmal so passieren wird. Ja, man kann vielleicht so langsam von einem kleinen Heimvorteil sprechen, denn wir gingen in zwei der vergangenen drei Heimspiele als Gewinner vom Platz. Die Mainzer hingegen kommen seit 11 Bundesliga-Auswärtspartien sieglos daher. Einer kennt die Mainzer übrigens ganz besonders gut. Suat Serdar spielte nämlich 10 Jahre für den FSV und absolvierte dort seine ersten 45 Einsätze in der Bundesliga. Und auch für Felix Magath sind die Mainzer keine Unbekannten. Er verlor nur 1 seiner 11 Bundesliga-Aufeinandertreffen mit Mainz. Bei einem Spiel aus dem Jahre 2013 war er zwar nicht an der Seitenlinie, verloren wurde aber trotzdem nicht. Ein Spiel und seine Geschichte. Und nun, liebe Freunde, hört gut zu. Es war einmal. Das Jahr 2013. Ein Samstagnachmittag im September, der 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hertha-Coach Jos Luhukay rotierte nach der 1:3-Pokalpleite in Kaiserslautern unter der Woche ordentlich durch. Lediglich Torwart Kraft, Lustenberger und Sigerzi blieben in seiner Startelf. Thomas Tuchel auf Seiten des FSV Mainz richtete seine Mannschaft nach der 0:1-Niederlage gegen Köln im DFB-Pokal wesentlich offensiver aus und brachte Geis, Okazaki und Sahin für Moritz, Soto und Polter. Kaum angepfiffen, ging plötzlich aber alles ganz schnell. Mit der ersten echten Torchance erzielten die Mainzer direkt die Führung. Choupo-Moting hatte auf der linken Seite viel Zeit und viel Platz zum Flanken. In der Mitte fand er Nikolai Müller, der das Duell gegen Hosogai für sich entschied und den Ball ins Tor buxierte. Ronny versuchte diesen frühen Nackenschlag gleich zu egalisieren, scheiterte mit einem Schuss aus der Distanz aber am glänzend reagierenden Heinz Müller im Mainzer Tor. Mit jeweils einem Wechsel ging es in die zweiten 45 Minuten. Bei der Hertha sollte Sami Alagui für Sigerzi mehr Schwung in die Offensive bringen. Auf Mainzer Seite ersetzte Malik Fati den gelb-rot gefährdeten Noweski. Und Jos Luhukay hatte ganz augenscheinlich ein besonders gutes Näschen an diesem Nachmittag. Denn nur 3 Minuten nach Wiederanpfiff eroberte Ben Hatira den Ball im Mittelfeld. Ramos umspielte den Torwart und fand in der Mitte den eingewechselten Alagui, der zum umjubelten Ausgleich traf. Das Spiel plätscherte so vor sich hin, ehe in der 73. Minute abermals Ben Hatira und Alagui vorne wirbelten und Alagui ein bisschen glücklich zur Führung traf. 2:1. Keine 90 Sekunden nach dem Führungstreffer schickte Schjelbred mit einem Steilpass wieder Ben Hatira los. Dieser ließ diesmal Fati und Bell stehen und netzte zum 3:1 Endstand ein. Damit war der gebürtige Berliner Ben Hatira an diesem Septembernachmittag maßgeblich an allen 3 Treffern unserer Blau-Weißen beteiligt. Also, es wartet ein äußerst spannendes und vermutlich sehr emotionales Fußballspiel auf uns. Und genau über dieses anstehende Match gegen Mainz werde ich mit Malik Fati in der Match der Warm-Up-Show sprechen. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das Ganze gibt's wie immer für euch am Samstag ab 9 Uhr auf all unseren Kanälen. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich wünsche uns allen einen richtig fantastischen Fußballabend im Olympiastadion. Und bis dahin natürlich für euch eine richtig gute Zeit. Tschüss!